Hey Chomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Die Matrix im Cyberpunk-Universum ist wie eine Kopie der realen Welt zu verstehen, die jedoch anders abgebildet wird als die reale Umgebung. Zwar gibt es auch virtuelle Realitäten, also eine fotorealistische Nachbildung der Realität, aber das sind lokal begrenzte Bereiche. Die umfassende Matrix selbst sieht eher so aus wie das, was wir aus den Tron-Filmen kennen. Nun hat schon vor längerer Zeit jemand einen Mod herausgebracht, der Night City in eine Art Matrix-Tron-Version verwandelt. Das Ganze sieht dann so aus. Das Besondere daran ist, dass dieser Mod perfekt zeigt, wie man es anstellen könnte, das Gameplay in die Matrix oder in den Cyberspace zu bringen. Bisher haben wir da nur wenig Zeit drin verbracht. Stets haben wir die Matrix eher als einen Besprechungsraum genutzt, um mit Alt oder am Anfang mit Johnny in Verbindung zu treten und zu kommunizieren. Aber hiermit könnte man tatsächlich dieselbe Karte verwenden, weil die Matrix eben ein Abbild der echten Welt ist. Hier könnten dann ganz andere Bedingungen herrschen und auch ganz andere NPCs unterwegs sein. Ja, wir könnten sogar auf Monster treffen. Natürlich gibt es keine Monster, aber die Programme, die eingesetzt werden, haben in der Matrix natürlich irgendeine Form und die ist eben oft jene von Monstern. Naja, im Kern sind Netrunner eben auch nur Nerds. Vom Gameplay her könnte man hier vielleicht schneller fahren, überall hinwarpen, extreme Höhen überspringen und was weiß ich noch alles machen. Der Kampf könnte hier ebenso ganz andere Bedingungen haben, so dass sich eben am Ende alles völlig anders anfühlt als im realen Night City. Natürlich würde es hier nicht ausreichen, nur die Texturen zu ändern, aber das könnte man eben durch eine andere Instanz hinbekommen. Dass Cyberpunk 2077 dafür ausgelegt ist, das wissen wir ja bereits durch Dataminer. Da wäre echt eine Menge drin. Auf jeden Fall könnte ich mir so perfekt ein Cyberspace-Gameplay vorstellen. Der Mod-Creator hat hier zwei Versionen gemacht, einmal in Rot und dann nochmal in Grün. Genau diese Version, also die grüne, hatte ich zuletzt in meinem Video verwendet und viele hatten mich gefragt, was das für ein Mod ist und voilà, hier ist das Ganze einmal in Grün. Die Installation des Mods ist denkbar einfach. Du gehst einfach auf nexusmods.com. Sofern du dort nicht bereits registriert bist, musst du das natürlich tun. Kosten kommen aber keine auf dich zu. Nun nutzt du den Link in meiner Videobeschreibung, der dich zur Mod-Seite bringt. Unter den Tab Files kannst du dich dann für die rote Originalversion oder die grüne Version entscheiden. Nachdem du die Datei heruntergeladen hast, musst du sie nur noch entpacken. Das funktioniert mit einem üblichen Entpacker-Programm. Falls du da keinen zur Hand hast, nimm WinRAR. Ein Link zu dem Programm auf einer seriösen Seite packe ich dir in die Videobeschreibung. Nachdem du die Datei entpackt hast, hast du einen Ordner. Darin befindet sich eine Archivdatei. Diese muss nun in den Mod-Ordner. Dafür gehst du in dein Cyberpunk 2077 Installationsverzeichnis und dort auf Archive. Und dann auf PC. Nun solltest du einen Mod-Ordner entdecken. Wenn nicht, dann erstell einfach einen. Nun kannst du die Archivdatei, also den Mod, in dieses Verzeichnis packen. Damit ist die Installation auch schon komplett abgeschlossen und du kannst in Cyberpunk 2077 einloggen und den Mod genießen. Um den Mod wieder zu entfernen, musst du einfach die Datei löschen. Falls du das Ganze nur temporär entfernen möchtest, dann erstell dir in dem Mod-Ordner einfach einen neuen Ordner, den du dann irgendwie deaktiviert oder so nennst. Dorthin kannst du dann immer die Archivdatei verschieben, die du aktuell nicht einsetzen möchtest. So kannst du dann auch zwischen der grünen und der roten Version wechseln, aber beide parallel funktionieren natürlich nicht. Tschum, ich lasse hier einfach noch etwas Gameplay mit dem Mod laufen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Ehrlich, tu es. Nachricht an Nutzer,
Danke, Chumba. Ich bin raus und dir viel Spaß in Cyber Night City.